Hallo lieber Schütze, hier ist die Inbal von inbalstarot.com. Herzlich willkommen. Gerne möchte ich heute mit dir schauen, wie es in der ersten Märzhälfte bei dir aussehen wird. Beachte bitte immer auch dein Mond, Venus und Aszendentzeichen, ja? Unten in der Infobox und im obersten Kommentar findest du den Link zu den häufigsten Fragen, den Link zu deiner Jahreslegung für 2021 und den Link zur Übersicht aller Tarotkarten, die ich hier einsetze, ja? Falls dir mein Stil gefällt, Schütze, freue ich mich sehr über deinen Klick auf Abonnieren. Mit einem Klick da auf die Klingel sorgst du dafür, dass du automatisch benachrichtigt wirst, sobald ich was Neues hochlade, ja? In Bezug auf die Legung nicht vergessen, die Rollen können vertauscht sein, die Legungen sind immer geschlechterunabhängig, Zeit ist flüssig und es handelt sich hierbei um Kollektivlegungen. Okay? Also, lasst uns zur Legung übergehen. Schütze, ich sehe dich verschiedene Dinge tun, und zwar sehe ich dich einerseits jemandem die Nägel lackieren, vor meinem geistigen Auge. Du lackierst jemandem die Nägel, dann sehe ich dich bei jemandem die Wimpern verlängern, dann sehe ich dich jemanden schminken. Ich sehe dich auch eine Perlenhalskette herstellen. Ich sehe dich lauter kleine, dekorative, eher dekorativ-kosmetische Dinge tun, ja? Und das sind nicht medizinisch-kosmetische Dinge, die du tust, sondern ich sehe dich so dekorative Dinge in Bezug auf das Aussehen von Menschen sehe ich dich tun. Nagellack ist eine Verschönerung. Ja, meine Nagelfarbe ist eigentlich nicht so. Meine Nagelfarbe ist eigentlich eben, ja, so wie Nagelfarbe halt ist. Mein Hals ist frei. Ja, aber mit einer Perlenkette würde ich schon ganz anders wirken, seriöser. Mein Augenaufschlag ist ziemlich normal. Ja, ich habe vielleicht dichtere Wimpern wie andere, das ist sehr gut möglich, aber nicht so dicht wie verlängerte Wimpern zum Beispiel. Das würde mir dann schon einen ganz anderen Aufschlag geben. Interessanterweise, Schütze, sehe ich, wie du das alles für andere tust. Du bist nicht mit deinen eigenen Wimpern beschäftigt oder eigener Kette, eigenen Nägeln. Du machst das bei den Menschen. Ich glaube, du wirst in der ersten Märzhälfte so ein bisschen so wie mit einem Zauberstab unterwegs sein und jedem Menschen so ein bisschen was Gutes geben. Ja, irgendwas, dass diese Menschen sich besser fühlen lässt. Ja, könnte sehr charmant unterwegs sein in der ersten Märzhälfte. Und Schützen sind charmant. Schützen sind charmant, die haben Feuer, ja, und auch von den Gesichtszügen und alles sind Schützen so. Ja, die Schützen wirken auch immer so gut durchblutet irgendwie, habe ich das Gefühl. Ja, so von der Hautfarbe her, oder? Sehen so gesund, vital aus. Und eure Augen strahlen auch sehr, ja, die von Skorpion strahlen auch sehr. Die von Skorpion sind ein Tick stechender, aber eure Augen, ja, die Augen von Schütze, die strahlen. Und ich glaube, du wirst so mit deinem Charme so ein bisschen dafür sorgen, Schütze, dass in der ersten Märzhälfte die Menschen sich um dich herum so schöner fühlen. Ja? Schauen wir doch mal, was hier konkret passieren wird in der ersten Märzhälfte. Eine Karte bitte für Schütze in der ersten Märzhälfte. Die Hohepriesterin. Schütze, du. Ein Moment. Du interagierst viel in der ersten Märzhälfte. Ja, die Hohepriesterin ist die Geheimnisvolle, die nichts erzählt. Aber ich sehe dich ziemlich in Kontakt mit Menschen, ja, in reger Kontakt mit Menschen, viel im Austausch und du gibst den Menschen ein gutes Gefühl. Schütze, ich glaube, du führst sehr viele oberflächliche Gespräche in der ersten Märzhälfte.
Die anderen, die mit Schütze zu tun haben, dürfen das nicht falsch verstehen. Das hier ist die Ruhe vor dem Sturm sozusagen. Das ist, nee, nicht die Ruhe vor dem Sturm. Kennt ihr das, wenn man eine Entscheidung mal beschlossen hat? Ja, wenn man eine Entscheidung beschlossen, wenn man eine Entscheidung getroffen hat, gibt es eine gewisse Ruhe, die sich in einem ausbreitet und das einen locker werden lässt. Leider, leider, leider sehr oft anzutreffen bei Menschen, die Schlimmes vorhaben. Sobald sie die Entscheidung dazu getroffen haben, gibt es da eine gewisse Lockerung, die sie haben. Ja, und dann im Nachhinein dann, nachdem eben was Schlimmes passiert ist, nachdem dieser Mensch etwas Schlimmes getan hat, sagen die Leute dann sogar, der war so locker drauf in letzter Zeit. Ja, der war sogar noch freundlicher wie sonst, der war charmanter wie sonst, der hat mir sogar noch geholfen, dies und jenes, oder? Das ist so dieses Gefühl. Schütze, ich sage nicht, dass du irgendwas planst. Es geht hier nicht darum, dass du irgendwas vorhast. Ja, dann hätten wir hier eine ganz andere Karte. Das ist die Hohepriesterin. Ich glaube, du hast eine wichtige Lebensentscheidung getroffen. Und jetzt hast du dieses Hin und Her im Kopf nicht mehr. Du hast diese Ruhe in dir. Und deswegen erscheinst du nach außen so locker. Ja, da gibt es kein Kampf mehr in dir. Okay. Zwei der Kelche. Du weißt jetzt, wer es ist. Es gibt da kein Hin und Her mehr in dir. Du bist nicht verwirrt. Du bist nicht in einem Modus, wo du nicht so recht weißt, in welche Richtung, ja. Du bist zentriert. Du bist zentriert. Glaub mir, Leute, Menschen, die nicht zentriert sind, können einen nicht glücklich machen, weil die sind mit ihrem Kopf ganz woanders. Ja, die sind bei ihren eigenen Problemen. Menschen, die so drauf sind, so cool, ich weiß, in welche Richtung es geht, ich bin zentriert, ich bin in meiner Mitte. Ja, diese Menschen sind die, die anderen zuhören, die anderen ein gutes Gefühl geben, die anderen geben, zuhören. Neugierig sind auf andere, weil in sich selbst tragen sie keinen Kampf aus. Und hier bist du, Schütze, in Frieden und hast für dich entschieden, wie der weitere Weg aussehen soll. Okay? Zwei der Kelche. Ich weiß es jetzt, sagst du. Jetzt ist mir alles klar. Das ist jetzt mein Weg, den ich gehen möchte. Ich weiß, mit wem ich vorwärts gehen möchte. Rat des Schicksals. Das ist eine sehr große Veränderung, Schütze, zu der du dich entschieden hast. Wir haben hier das Rat des Schicksals. Du hast vor, hier einiges in deinem Leben komplett umzukehren, und zwar zu deinen Gunsten. Vor diesem Moment standest du zwischen vorher und nachher, ja. Soll ich hier in dieser Position bleiben oder mein Leben um 180 Grad kehren und in diese Position gehen, ja? Leute, es ist was anderes, wenn man sich Gedanken darüber macht, ob man die Kaffeemaschine austauschen soll. Ja, Kaffeemaschine austauschen, 180 Grad Drehung, alte raus, neue rein. Einfach, ja. Haare färben, bleichen, ändern, 180 Grad Drehung, fertig, ja. Aber hier ging es um einen Weg, Schütze, der dein Leben von Grund auf verändern wird. Und du bist hier hin und her geschwankt. Ja, das war im Jahr 2020, warst du sehr so damit beschäftigt, aus dem Bestehenden rauszukommen. Und du bist jetzt raus. Ja. Und auch wenn es noch nicht umgesetzt wäre, auch wenn du noch immer noch in diesem Häuschen da wärst, ja, wir hatten da ein Häuschen mit einem Garten drumherum, wo Schütze nicht rauskam damals, in deinem Kopf ist die Entscheidung gefallen, jetzt wird Action kommen. Und bis Action kommt, wirst du so eine gewisse Lockerheit versprühen. Ja? Und das ist zum Beispiel. Ist das sehr oft der Fall? Bei Ehen zum Beispiel hört die Frau auf zu streiten. Es gab immer wieder Drama, man geriet aneinander.
Man stritt, ja, man hat gestritten, es gab Drama zu Hause, Streitereien, man hat sich vielleicht auch angeschrien und alles. Und plötzlich kommt der Punkt, wo die Frau aufhört zu streiten. Ja? Und der Mann denkt sich so, ah, cool, jetzt geht's uns wieder gut, sie ist jetzt zufrieden, endlich. Und 2 Monate später, ja, flattert die Scheidung ins Haus. Weil sie hat sich entschieden. Und ab jetzt ist sie locker, ja. Falls es sich hier um eine männliche Schütze hier handelt, ja, mit der es eine Dame zu tun hat, einfach zur Info, Frauen merken das, ja. Diese Phase da, diese Lockerungsphase, nachdem eine Entscheidung gefallen ist, ja, bemerkt eine Frau bei einem Mann. Die Männer bemerken es nicht an einer Frau. Die glauben nach wie vor jedes Mal, wenn sie plötzlich locker wird, oh, jetzt ist alles gut. Dabei ist gar nichts gut. Sie hat da was entschieden. Deswegen ist sie so cool drauf. Ja? Aber Frauen merken es bei einem Mann, wenn der eine Entscheidung getroffen hat, dass ihn so locker werden lässt. Ja? Vier der Stäbe. Komplette Veränderung der Lebensumstände. Für eine Beziehung. Zu diesem Menschen. Wer auch immer diesen Weg hier geht, behält das komplett für sich. Ja, die erste Karte bestimmt die Energie der ganzen Legung. Schau, Geheimnis. Ja, der Eremit steht für Geheimnisse. Schütze, du behältst das komplett für dich. Du behältst es komplett für dich, dass du hier diese neuen Lebensumstände, die du hier bewirken möchtest, als deine Wunscherfüllung siehst. Ja, deine Laterne mit dem Stern drin zeigt auf diese neuen Lebensumstände. Ass der Stäbe, Ass der Schwerter. Und du stehst hier kurz davor, es auszusprechen. Die Wahrheit kommt schon bald raus. Was du entschieden hast, wirst du schon bald aussprechen. Momentan bist du sehr still. Es geht hier für dich darum, für die Liebe, deine Lebensumstände komplett zu verändern. Hier eine neue Beziehung aufzubauen, hier überhaupt eine Beziehung aufzubauen. Umzug kann das sein, Wohnung, ja, Wohnung, Gestaltung und all das. Irgendwas, das deine Lebensumstände im Namen der Liebe komplett verändert, behältst du für dich, aber schon bald sprichst du es aus. Ja, du siehst auch hier diese Zentriertheit, die du momentan hast. Ja, du bist in deiner Mitte, auch hier in der Mitte. Ja, und es ist eben diese Ruhe in dir, das dich nach außen so charmant wirken lässt in der ersten Märzwoche. Ja? Also falls das hier ein Mann ist, dann wird es die Frau merken. Falls er da eine andere ins Auge gefasst hat oder eben für sie da was machen möchte, ja. Und falls das eine Frau ist, die das hier durchführt, dann wird es der Mann nicht merken. Nee. Die merken es nicht. Die merken es nicht. Ich werde hier mit diesen Karten eine weitere Reihe legen. Dann sehen wir, was hier genau passieren wird und worauf das Ganze hier hinausläuft. Diese Karten hier, Schütze, werde ich fragen, was du vor deinem Gegenüber versteckst und was dein Gegenüber vor dir versteckt. Ja? Da, wo ich Action sehe, ziehe ich eine Zeitkarte, dann wissen wir, wann das ungefähr stattfinden wird. Den Link für die Fortsetzung findest du unten in der Infobox und im obersten Kommentar. Falls dir mein Stil gefällt, freue ich mich über deinen Klick auf Abonnieren. Wir sehen uns auf der anderen Seite und allen anderen wünsche ich alles Gute. Macht's gut. Bye bye.